Ja, hallo und herzlich willkommen zurück hier beim Farmers Dynasty Bauern Gedöns Spiel. Ich habe ja in der letzten Folge dieses Feld hier angefangen mit euch abzuernten. Und ich kann euch sagen, was hier rauskam. Und zwar war ja Raps drin. Und zwar genau 14.007 Kilogramm. Und ich habe dann gleich dieses Feld, weil das andere, das war noch nicht so weit, das war noch nicht erntereif, dieses Feld gepflügt, kultiviert und gedüngt. Dung 0%, das heißt Gülle drauf machen. Gülle haben wir nicht. Wir haben letzte Mal auch ohne. Und immerhin haben wir 14 Tonnen rausbekommen an Raps. Das habe ich hier jetzt drinne. Moment, irgendwie kann man sich das anzeigen lassen. Oder auch nicht. Moment mal, ich glaube, das war hier. Ja, hier steht's. Siloausgabe, bla bla. Raps ist drinne 14.000 und 7 Kilo. Kapazität 60.000 Kilo passen rein. Jetzt ist das andere Rapsfeld fertig zum Ernten. Der Drescher, der steht schon zum Dreschen bereit. Allerdings würde ich den Raps jetzt niemals verkaufen. Warum nicht? Weil er erst total im Preis gesunken ist. Der war neulich bei 800 in der 70er. Und für 635 verkaufe ich den nicht. Ewig, niemals nicht. Gut, weil das sind viele, viele tausend Euro Differenz. Ja, jetzt geht es dann natürlich los. Wir werden jetzt hier zusammen den Raps ernten. Und wünsche euch viel Spaß dabei. Ich lasse hier wahrscheinlich, wenn ich beim Bearbeiten hoffentlich dran denke, den Timelapse laufen. Wenigstens mal 200%. Hoffe ich mal, dass ich das nicht vergesse. Vielleicht mache ich mir eine Notiz in die Datei rein. Okay, also, wenn jetzt Timelapse dann läuft, dann hört ihr mich nicht quatschen, sondern ihr seht es ein bisschen schneller ablaufen und Musik dabei. Thank you.
So, die Ernte ist erledigt. Jetzt gucken wir mal, wie viel bei dem zweiten Feld rauskam. Das werden wir dann wohl ein bisschen rechnen müssen. 28. Ja, eigentlich noch mal so viel, gell? 14 und 14 sind 28. Also sind ja die Felder fast gleich groß. Jetzt ist natürlich, sind die gleich groß? Können wir gucken. Wir haben 0,79 Hektar und wir haben 0,89. Eigentlich ist dieses größer. Naja, gut. Wir haben halt jetzt das Problem mit dem extrem kleinen Preis. Da warten wir ab. Und wir haben natürlich dann das Problem, wir müssen alles dorthin fahren. Ich zeige es euch mal auf der Karte. Hier sind wir. Und hier müssen wir den Raps hinfahren. Ist jetzt nicht so weit. Aber ungefähr 6, 7 Mal. Ja. Erst dann ist das Raps alles transportiert. Okay, ich hoffe mal, dass mit dem Timeslapse wird funktionieren. Ja, wenn nicht, macht dann euch selber, indem ihr einfach die Geschwindigkeit verdoppelt oder verdreifacht. Das kann man bei YouTube ganz einfach machen. Wie ihr seht, ist jetzt ja auch schon Abend geworden. Also die ganze Sache hat hier einen Spieletag gedauert. Der hat Hunger und er will schlafen gehen. Das kann ich gut verstehen. Also gibt es jetzt mal ein bisschen Fisch in Tomatensoße und vielleicht noch ein Fisch in Aromaöl. Und dann sagt der Herr gute Nacht zu euch und wünsche euch einen schönen, schönen Tag oder Morgen, wann auch immer ihr jetzt gerade zuschaut. Also bis nächste Mal, euer Exposito. Ciao, ciao.